Ja, hallo Freunde der sauberen Grillzange. Ich habe heute gegrillt, Vatertagsgrillen, und habe mir ja für meinen Garten diesen Geschirrspüler besorgt. Dieser Geschirrspüler ist wirklich richtig geil. Also man kann nicht nur das Grillbesteck reinigen, nein, man kann damit auch die Früchte aus dem Garten. Also wenn ihr jetzt Erdbeeren, Johannisbeeren, Kirschen etc. habt, könnt ihr mit diesem Spülgang bis zu 20 Minuten mit kaltem Wasser euer Obst, frisch gepflücktes Obst in diesem Geschirrspüler reinigen. Dafür habe ich ihn mir besorgt, natürlich aber auch für meine Grillsachen. Und ich muss sagen, die sind wirklich sehr gut sauber geworden. Ich habe jetzt nur heißes Wasser benutzt. Das mit dem Wasser, in meinem Garten habe ich ja kein Wasser. Ihr könnt hier aber bis zu 5 Liter auffüllen in diesen Vorratsbehälter und dann nimmt er sich das, wie er es braucht. Genau, und das hat wunderbar funktioniert. Also ich habe hier diesen super heißen Waschgang benutzt, um natürlich das Fett von der Grillzange und von dem Tellern zu lösen. Das hat absolut ausgereicht. Ich habe also keine Reiniger reingefüllt ins Waschmittel oder in Spülmittel und es funktionierte wirklich sehr gut. Sogar die Grillzange, die hatte noch ein paar Reste, aber da habe ich einfach mit dem Tuch nachgerieben, war die auch wunderbar sauber. Also er macht erstens schon mal sehr gut sauber. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste, worauf es beim Geschirrspüler drauf ankommt. Die Funktion mit den Früchten, die stand halt in der Bedienungsanleitung. Da hat mich das Teil einfach überzeugt. Ne? Also das ist einfach ein cooles Gadget, um das Teil hier wirklich im Garten auch zu verbauen. Das kann ich jetzt hier meinen Grillbesteck, muss ich nicht mal rein, raustragen, kann hier unten bleiben und dann nach dem Gebrauch wird es direkt am selben Tag gewaschen. Ich habe es in diesem Beispiel an der Powerstation angeschlossen. Bis 1000 Watt sollte die Powerstation dann können, denn der Geschirrspüler braucht 970 Watt in Spitze. Ne? Also wenn er Wasser kocht, dann braucht er tatsächlich sehr viel Strom. Ansonsten ist der Stromverbrauch bis 200 Watt. Also dieser Trocknungsgang zum Beispiel 60 bis 170 Watt hatte ich gemessen. Das ist jetzt nicht so viel und auch wenn nur die Wasserpumpe läuft, ist es nicht viel. Aber wenn das Wasser gekocht wird, natürlich dann ein bisschen mehr. Das muss aber sein, um das Geschirr wirklich sauber zu machen. Ihr habt hier begrenzt Platz, aber ich muss sagen, sogar die große Grillzange ging rein. Und ja, was will man mehr? Ne? Ist halt nur für einen Garten oder für einen Camper. Also für den kleinen Bedarf natürlich nicht, für die große Mehrfamilie, aber für so einen Single-Haushalt auf jeden Fall eine tolle Ergänzung, wer keinen Geschirrspüler hat. Das Ding passt nahezu überall hin. Es braucht keinen Wasseranschluss, hat aber einen Wasseranschluss. Also wenn du noch einen Wasseranschluss übrig hast, du kannst es mit diesem Wasserschlauch hier verbinden, dann kannst du natürlich, musst du nicht immer nachfüllen. Ich habe es jetzt hier mit diesem Kanister nachgefüllt. Das sind genau 5 Liter. Das ist sehr praktisch. Ich verlinke den auch noch mal in der Videobeschreibung. Den habe ich auch beim Campen immer benutzt. 5 Liter ist nicht so schwer zum Tragen, aber genau. Ja, genug für einen Tagesverbrauch, um ja Kaffee, was weiß ich, was man so hat, ne, Kaffee kochen und so weiter, braucht man schon mal ein bisschen Wasser. Vom Ergebnis insgesamt, na klar, also mit diesen Gläsern klappt es auch mit dem Nachbarn. Wenn ich mir bedenke, da war jetzt kein Reinigungsmittel dabei, das ist wirklich sehr gut sauber geworden. Natürlich dafür mehr Stromverbrauch, wenn ihr alternatives Reinigungsmittel für den Garten braucht. Ne? Also wenn ihr da habe ich jetzt schon ein bisschen recherchiert bei YouTube. Es gibt tatsächlich YouTuber, die mischen ihr Geschirrspülmittel selber mit Zitronensäure und weiß nicht, irgendwelchen Seifen, die super umweltfreundlich sind. Und dann kann man das Abwasser theoretisch auch ungeklärt so in die Natur entlassen. Ne? Natürlich kann man es auch auffangen mit einem Abwasserbehälter, also einen ganz normalen Eimer zum Beispiel, und dann normal ins Abwasser entsorgen, also ins Klo kippen oder in die Spüle, je nachdem, was da besser passt für euch. Aber ich habe es jetzt hier gefilmt, also geht jetzt einmal durch den Rasen hier gefiltert und dann wieder für die Blumen. Ne? Das bisschen Fett, wir hatten jetzt 3 Teller drin und das ist ja auch keine große Umweltbelastung. Und natürlich kein Reinigungsmittel. Genau, also es hat dementsprechend gut gereinigt. Na klar kann man hier drin so einen kleinen Schmierfilm sehen, da wo das Wasser abläuft. Es bleibt nicht aus, aber beim nächsten Reinigungsmittel fließt der mit weg, denke ich mal. Ich weiß auch kaum, was es zum Geschirrspüler alles zu sagen gibt. Also ich habe das Produkt jetzt angenommen, weil ich es halt total cool fand. Auch für den Garten sehr gut gebrauchen kann natürlich, für das Grillbesteck reinigen und für die für das Obst, das Gemüse mal schnell durch einen kalten Waschgang mit sauber machen. Dafür ist es perfekt, denke ich mal. Und wenn dich das interessiert, schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da weißt du alles, ja, was der Geschirrspüler verbraucht, wie lange die Spülprogramme sind. Also die dauern natürlich unterschiedlich lange. Es gibt von heiß über Eco bis sparsam, wie bei eurem Geschirrspüler zu Hause auch. Also der steht der normalen Technik in nichts nach.
Die Scheibe ist natürlich sehr geil. Also mein Geschirrspüler zu Hause in der Küche hat keine Glasscheibe, wo ich mir das Ganze anschauen kann, was da drin passiert. Das ist vielleicht ein Gadget, was hier wirklich interessant ist. Gerade beim Campen, wenn nichts im Fernsehen kommt, hat man hier nochmal ein Alternativprogramm. Das Ganze ist CE und ja, zertifiziert natürlich. Mit den Zertifikaten sieht auch wirklich sehr solide aus, also verarbeitet. Nicht in den Hausmüll schmeißen, ganz klar, ist ein Elektrogerät. Was gibt es dazu zu sagen? Keine Ahnung. Im Prinzip, es ist ein Geschirrspüler. Ja, damit könnt ihr euer Geschirr sauber machen. Das habe ich erwähnt. Was es dazu gibt, seht ihr hier auch auf dem Tisch. Also nochmal so ein 3-Liter-Behälter. Ne, 1,8-Liter-Behälter. Dann diesen Korb ohne die Teller, diesen von mir, diesen Schlauch und diesen Abwasserschlauch, den habe ich jetzt schon anmontiert natürlich. Ja, die Bedienungsanleitung und nochmal diese ganzen technischen Erklärungen. Genau, den Korb, wahrscheinlich ist der auch sehr teuer, wenn man den einzeln kauft. Aber den braucht ihr natürlich, um das Geschirr irgendwie rein und raus zu fahren. Ja, ansonsten, ihr seht, das ist ein tolles Teil. Ich finde es richtig cool und hätte es mir sogar gekauft, wenn ich noch einen Camper hätte. Für den Camper habe ich nämlich sowas immer gesucht, aber wo ich noch geschaut habe, da gab es eigentlich nur einen Hersteller, den Markennamen möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber der will fast 500 Euro und dann will er für jedes Teil nochmal extra und für sein Spülmittel will er nochmal extra und das war mir alles viel zu suspekt und da sage ich nein, hier kann ich mein eigenes Spülmittel reintun sogar und ja, oder auch gar kein Spülmittel reinigt auch. Für einen Camper muss es auch nicht immer so hundertprozentig sein, ne? Ihr wisst das selber, da oftmals hat man nur ein bisschen Wasser und dann ja, macht man das schnell mit der Hand. Das reicht oftmals. Wer halt auf Glamping steht, ne, der braucht so ein Ding, ganz klar. Also ja, sparst du dir viel Zeit, musst nicht mehr selber spülen. In diesem Sinne, das mal eine ganz andere Produktvorstellung. Trotzdem hier natürlich mit Solarstrom das Ganze befeuert, weil über die Powerstation, das funktionierte also sehr gut. Bis 1000 Watt, wie gesagt, muss die Powerstation haben, sonst funktioniert es nicht. Aber die 1000 Watt zieht er auch nur beim Heizen, habe ich ja auch gesagt. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit, mir hat es viel Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns dann schon wieder, wenn es heißt YouTuber Lars macht irgendein YouTuber Spaß. Bis dahin, ciao, ciao. So, nach dem Trocknungsmodus sieht das wirklich ganz gut aus. Da geht wohl die ganze Zeit Luft irgendwie. Und ja, da hinten sind noch ein paar Tropfen. Aber sonst... Sowas nehmen ganz viele mit zum Camping, ne? Ja, oder? Ist doch ideal, ne?